da lacht mich das Hauptmenü an von Speedball 2 HD und da finde ich ja schon einige Einträge, die mir doch jetzt modern und neu vorkommen. Zum Beispiel schnelles Match, Karriere, da sind noch ein paar Sachen jetzt mehr dabei. Pokalraum, das sind dann wahrscheinlich Triumphe, die man errungen hat. Globale Erfolge, klingt ja fast nach Gamers Global, aber das sind, glaube ich, hier die Achievements. Ja, genau, so liest sich das. Also doch schon moderne Einflüsse spürbar. Und ich möchte mich hier doch ein bisschen vorbereiten, also Trainingslager, um dann im Gamers Global Cup Team Langer erfolgreich vernichten zu können. Und machen wir einfach mal schnelles Match, um zu sehen, wie sich das alles so steuert und spielt. Und dann kann ich hier immer noch mal kurz in eine Karriere reingehen. Und habt ihr das gehört? Schlack, schlack, schlack. Das war doch hier der Versuch, das liebliche Geräusch eines Amiga-Diskettenlaufwerks zu simulieren. Schlack, schlack, schlack. Sehr schön. Okay, also schnelles Match. Das Team ist vorgegeben. Und das ist doch neu. Offensiv, sehr offensiv. Ah, ich kann also jetzt hier vor dem Match die Einstellung meiner Mannschaft ändern. Zufälliges Team. Wer war denn nicht so gut? Weiß das noch jemand? Die Teamnamen kommen mir ja durchaus bekannt vor. Barock, Violent, Desire. Die anonymen Alkoholiker haben auch ein Team gestellt. Raw, Messias, Revolver. Ja, das sind ja alles die guten alten Namen, die der Speedball-Veteran noch kennt. Alien Teams, das muss man sich freischalten. Elite Teams, zufälliges Team. Interessant, interessant. Sehr schön. Alleine für dieses Disketten-Nachladegeräusch schon mal hier 10 extra Punkte. So, und das ist der Einlauf der Spieler und das brechen wir ab und dann machen wir mal. So, ich bin rot, ja, hat schon geflackert und umhauen, genau, wie in alten, oh, umhauen und umgehauen werden. Ja, das kommt mir schon soweit vertraut vor, Extras aufsammeln und den Ball abgeben, bevor der Gegner einen auf die Fresse hauen kann. Okay, das ist Speedball, ja. Und auch ein blinder Pass nach vorne kann eine gute Wahl sein. Oh, weil genau, wie wir eben gesehen haben, man ist nicht lange im Ballbesitz. Und das schaut zwar ein bisschen bunter und schärfer aus, aber so ganz spontan würde ich sagen, speedballig. Nicht speedballig, speedballig. So, was war das? Das war doch der Autsch. Das ist doch, glaube ich, um den irgendwas mit dem Score. Ach ja, genau, man kann ja hier. Ach, jetzt haut der da. Man kann ja nicht nur Tore schießen, man kann ja auch bestimmte Sachen anrumpeln. Oh, daneben. Und dann gibt es auch Punkte. So, hier, Tor und Vorlage. Tor, jawohl. Hier, Arnold, linker Flügel. Fantastisch. So, wollen wir hier mal ernst machen, ne? Natürlich, wenn ich ein Tor erziele, dann wird die Wiederholung ganz ausführlich studiert. Ganz klassisch, Rebound, gegnerische Abwehr war überwältigt und hat da nur zugeguckt. Sehr schön. Also, das ist schon mal eine gute Vorbereitung, um gegen Jörg zu spielen. Der wird wohl auch nicht mehr Gegenwehr leisten, nehme ich mal an. So, hat der Torwart doch ganz gut, ups, daneben gegrätscht. Bum, bum, bum. Das Schöne an Speedball ist ja, man kann den Gegner jederzeit umhauen. Da muss jetzt nicht unbedingt der Ball in der Nähe, Fehlpass, in der Nähe sein. Da kann man auch schon mal präventiv grätschen. Naja, und 10 zu 8, weil der Gegner hat zwar kein Tor gemacht, aber der hat ja vorhin diesen Pinball-Bumper getroffen. Das waren dann wohl so Mini-Punkte. Also es ist so, die Zielweise ist ein bisschen kompliziert, aber ist sehr authentisch. Moment, spielen wir jetzt. Ach, haben die Seiten gewechselt. Moment. gib jetzt den Ball wieder hier. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. So. Und das geht auch noch ganz gut. Und Extras aufsammeln. Ich kann mir nicht genau merken, wofür die Symbole gut sind. Aber auch damals wie. Oh. Das war ein Einfriersymbol. Dummerweise hat es jetzt mein Team getroffen. Okay. In welche Richtung spiele ich nochmal? Von oben nach unten, oder? Oh, 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 oh. Das ist auch früher zu Schulzeiten. Fußballspiele.
War auch mal so eine wichtige Frage, die man sich gestellt hat. Ich war auch immer der Letzte, der gepickt worden ist im Team. Ich weiß auch nicht warum. So, hier, guck mal. Brutal und Deluxe und überhaupt. Und, das hat aber nicht hingehauen. Aber, das ist ganz fantastisch. Guck mal. Hier, ich habe jetzt so oft auf einen reingegrätscht, dass der vom Feld getragen werden muss. Und dafür gibt es doch auch Punkte, ne? Genau, habt ihr gesehen? Von 10 auf 20? Wunderbar. Also für das Verletzen eines Spielers gibt es genauso viele Punkte wie für das Erzielen eines Tors. Hier sparen wir jetzt ja irgendwelche Witze, die sich auf Fußball-Bundesliga oder irgendwas beziehen. Das gibt mir wieder böse Briefe. So, schön abgespielt in den Raum. Und da steht der Torwart, der ist gar nicht so schlecht. Aber so im Großen und Ganzen, also nach all den Jahren, und ich hatte es erst neulich ja nochmal das Mega Drive oder Amiga Version nochmal gespielt, ein Eigentor. Das gucken wir uns nicht nochmal in Zeitlupe an, oder? Das kommt davon, wenn man zu viel Anekdoten erzählt, wie toll man ist. Okay, also alles muss man selber machen und so kommt natürlich Spannung ins Spiel. Lena hat ausgeglichen für den Gegner sozusagen. So, apropos Gegner, geh mal weg da, aus dem Weg. Und noch ein Knockout. Oh, super, weil das bringt mich jetzt in Führung. Ne? Also ganz wichtige Taktik. Ich hoffe, Jörg hat das nicht rausgekriegt, das wird schon schmerzhaft. Deswegen kann es also schon auch sinnvoll sein, dass man Spieler im Team hat, die so gut eins auf die Nase einhauen. Und wir sind 30-20 gewonnen. Also war alles dabei, zwei Verletzungen, ein selbstgeschossenes Tor, ein Eigentor und hochverdient, Ballbesitz, K.O.s, klasse. Also. Und so zum Warmwerden war das schon mal ganz gut, aber. Also, soweit ich mich jetzt erinnere oder auch mein Spielerlebnis neulich mit der Original 16-Bit-Version, das ist schon sehr speedballig. Bin mir jetzt sicher, so mit dem Tempo müsste man jetzt vergleichen. Ist das jetzt so irgendwie gefühlt 5% schneller oder langsamer? Ich weiß nicht, aber es kam mir jetzt schon sehr authentisch vor. Also, Karriere. Teamnamen. Okay, die... Was? Wieso bin ich jetzt wieder zurück? Moment. Benutzerführung für Fortgeschrittene. Kann ich hier die Tastatur nicht benutzen oder was? Teamname. Jetzt klicke ich da rein. Und... okay. Und dann Backspace. Nein. Ist das ein Bug oder bin ich zu doof? Ich kann den Teamnamen nicht ändern. Warum? Was ist der Trick? Muss ich das mit dem Gamepad machen? Ach, ihr seid hier lustig. Und jetzt klick. Statt die Backspace-Taste auf der Tastatur zu drücken, klicken wir auf die virtuelle Backspace-Taste. Selbst der Amiga hat ja damals schon Tasten gehabt, ne? Muss man ja schon mal. Okay, kann ich jetzt zumindest tippen? Ja, jetzt kann ich tippen. Okay, jetzt kann ich. Jetzt bin ich hier wieder zurück. Haha. Nein. Oh Gott. Jetzt, okay, das sind meine Auswechselspieler. Und jetzt kann ich hier vergleichen. Ist der besser als der andere? Jetzt muss ich aber mal eins feststellen, also wer immer das übersetzt hat, und ich weiß, es ist nicht leicht, wenn man dann irgendwelche Abkürzungen fabrizieren muss, also Intelligenz, Int, Aggression, Attacke, Agilität, wie wirkt, oder ist das, okay, wir raten jetzt mal Wurfkraft, wäre jetzt schön, wenn da so ein kleines Label käme, das den ausgeschriebenen Namen mir zeigt. Kra wie Krawall, Kra wie Kraft oder Wurr wie Wurf, Kra wie Kraft, aus und sch, also aus und sch, direkt hintereinander ist im Deutschen unglücklich. Ich muss doch sofort an Ausscheidung denken. Also, oder Ausscheiden im Spiel, wie auch immer. Ihr könnt euch jetzt eure Lieblingsausscheidung dazu denken. Aber also Wurr, Kra, also Würgekraft und Ausscheidung. Großer Spaß. Haben wir denn hier noch Transfers? Ach, guck mal, da habe ich jetzt so einen schönen Vergleichscreen. Also, wen haben wir denn? Was haben wir überhaupt? 80 Dollar, was wie? Ich habe 1500 in der Bank. Und das war früher eine ganz. 3,9. Ich wollte gerade sagen, die Speedball-Taktik war doch immer am Anfang gleich Geld sparen für einen guten Spieler. Der kostet ja auch nur 4000. Aber alles grün, ne? Der Mike. So, können wir uns nicht ganz leisten? Ach, allein die Gesichter. 3,5 haben wir irgendwas so für 1500 oder soll ich wirklich sparen? Ach, der schaut doch niedlich aus.
So, den könnte ich jetzt zum Beispiel Agilität, aber so alles so eine schneller und okay, die Agilität ist nicht so toll, aber er kann, er wurft gut. Und jetzt tauschen wir den mal. Lang genug, also dann machen wir noch hier ein Karriere-Pokal-Match. Kann ja nicht so schlimm sein. Die spielen offensiv. Soll ich mal normal spielen? Ich spiele mal normal. Ja, einen haben wir noch. Ah, Team Trantor, das ist ja schon ganz bewegend. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann man auch die Spielernamen ändern? Ich glaube nicht. Also ich habe nichts gesehen. Das wäre natürlich jetzt noch schöner, ne? Wenn man jetzt hier noch... Mache ich ja gerne bei Sportspielen und dann werden dann so Familienmitglieder und Kollegen finden sich dann in meinem Team wieder. So, okay, jetzt aufpassen mit den Eigentoren. Okay, vor, zurück. Wer bin ich überhaupt? Ich bin schon der Blaue, oder? Ja. Extras aufsammeln, immer gut. Das ist so mehr Durchschlagskraft, oder? Nee, jetzt hat es alle umgehauen. Und, okay, konzentrieren. Alles ein bisschen langsamer als vorhin, kann das sein? Weil ich jetzt im Liga-Modus bin? Oder erst die Statistikwerte der Jungs aufbauen muss? Oder bilde ich mir das mal ein? So, der Torwart pariert automatisch. Das ist gut. Und, oh, das muss der neue Spieler sein. Hast du gesehen, wie schnell der ist? Wahnsinn. So. Also das fällt dann schon auf, wenn man so einen neuen, besseren Spieler im Team hat, muss der mal eine blöde Abwehr... Ach, Kindes. Der stürzt sich heraus wie einst der Toni Schumacher bei der WM, aber das ist... ja, oh. Okay, man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Torwart automatisch alles abräumt, weil der wird dann auch mal umgehauen. Okay, da haben wir jetzt die Abwehrspieler... Desinteressiert zugeguckt, aber wir wollen es ja spannend machen und das Publikum nicht langweilen, indem wir hier von Anfang an, indem wir hier von Anfang an dominieren. Okay, also 0 zu 26, das ist doch eine ganz gute Ausgangsbasis für eine spannende Aufholjagd. Ja, zu lange. Da war auch keiner mitgelaufen. Ich glaube, diese offensive Aufstellung, die war schon besser für mich irgendwie. Immer noch 0. Jetzt muss ich aber gleich niesen. Oh Gott. Die hauen ja schon ganz kräftig zu. Also, oh, 0 zu 30. Moment. Okay, Gesundheit. Danke. Apropos Gesundheit. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen weniger zärtlich da rangehen. Ja, schön, 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 schön. Gut, also, siehst du mal. Ist immer sehr aufregend, weil dann ist der Torwart unten, das Tor ist leer und ich passe versehentlich statt zu werfen. Okay, so, das schaffen wir noch. Im Hintergrund bellt der Hund bei mir, hat sich ja nichts mit meinem Spielerfolg zu tun. Irgendwelche Einbrecher werden da gerade gefressen. Und noch einer, nächste Mal. Ja, also es ist, das hat der hier, der Neuzugang hat sich ja gleich ausgezahlt, da sieht man es mal wieder. Also es ist schon, es ist Speedball, nicht mehr, nicht weniger. So ein Spielgefühl hier, immer so ein bisschen Chaos und Zufall dabei. Ah ja, siehst du mal. Also, 30 beide. Habe ich bei der Pokalauslosung halbwegs Glück gehabt. Da gibt es also auch Qualitätsunterschiede bei den Computerteams. Und... Ah, von hinten in den Torwart. Nein, ach, das ist das doch jetzt gewesen. So. Schauen wir mal. Hier ist der Spiel auf ein Tor. Mehr oder weniger. Das ist ja hier so... und das meinte ich vorhin. Ich tue mal gerne am leeren Tor vorbeiwerfen, ganz kunstvoll. Jetzt liegen alle am Boden. Knockout. Moment mal, das ist einer von meinen? Nee. Wer wird denn hier? Denn Grüner wird weggetragen. Gut, also Arnold hat ihn ausgenockt, damit 10 Punkte. Sehr gut, gut gemacht. Ach, es fällt schon auf, dass der Arnold immer der ist, der die anderen krankenhausreif. Oh, okay. Der neue Spieler auch. Und dank dieser zwei Glanzfouls hat man jetzt noch eine ganz komfortable Führung. 50-30. Und ich sag mal, ja, also Jörg kann kommen. Ne? Also jeder Gegenspieler wird auf der Bahre weggetragen. Das ist die ideale
Ausgangspositionen. Jetzt nur aufpassen, Defensive, ja genau. Erst grätschen, dann denken. Das ist der Score-Multiplikator, den ich jetzt auch mal erfolgreich erhöht habe. Und dann noch ein extra. Ah, das ist auch immer bei diesen Spielen, ne? Wenn man so, ach, das extra kriege ich noch. Und dann war es genau der Moment zu viel. Aber Speedball Cup, jawohl. Geld gibt es natürlich auch. Hätte ich noch ein paar Münzen mehr aufgesammelt, ne? Aber das ist auch das Schöne an Speedball 2. Da liegen immer diese Sachen rum und dann spiele ich jetzt den Ball ab oder versuche ich hier noch das extra zu kriegen. Und wenn man das dann schön spart, 60 zu 2, das sind ja hier Ergebnisse, das ist hier wie Bayern gegen Hoffenheim oder was habe ich jetzt gesagt? 82 zu 24. Das Trainingslager auf meiner Seite ist soweit bestanden. Ich bin bereit für Multiplayer, falls sich mein Gegenspieler überhaupt traut anzutreten. Jörg, es wird dir keiner übel nehmen, wenn du nach dieser Glanzleistung, die ich hier gezeigt habe, wenn du lieber eine Erkältung vortäuscht oder Familiengeschichten, kein Problem. Dann wollen wir mal multiplayern, oder, Heinrich? Ja, ich bin ja ganz freudig überrascht, dass du dich überhaupt traust, aber nach all den Strategiespielen, wo du mich immer fertig gemacht hast, ist es ja nur fair, wenn wir jetzt so was Sportähnliches haben, damit ich hier mal meine natürlichen Stärken ausspielen kann. Ah, freu dich nicht zu früh, ich war ein alter Speedballer, ich war unschlagbar. Also, ich klicke gerade aufs Multiplayer-Knöpfchen und... Moment. Nein, das war es nicht, das war das falsche Knöpfchen. Moment, das war gerade meine Liga-Tabelle. Warum kommt meine Liga-Tabelle? Multiplayer. Machen wir einen benutzerdefinierten Cup? Können wir auch oder ein schnelles Match? Ich weiß lass nicht uns ruhig einen Cup machen, okay, oder? Okay, benutzerdefinierter Cup. Also, ich stelle hier gerade mal ein, ich darf eh nur Brutal Deluxe spielen. Und jetzt bin ich aber etwas verwirrt, hier steht bis zu vier Spieler. Wie soll das denn gehen? Ich habe jetzt auch noch keine Lobby oder irgendwas gesehen zum Verbinden. Ja, ich kann für dich jetzt auch nur Revolver auswählen. Ja, aber ich bin, ich bin ja in meinem eigenen Menü, also wir sind nicht verbunden. Hä? Ich habe gerade einen ganz furchtbaren Verdacht, aber okay, lass uns beenden und lass uns mal auf schnelles Match gehen. Nee, echt? Ja? Bist du sicher? Ja? Nee, ich sehe auch nichts von dir. Ja, da war gar nichts. Nee, das ist ja seltsam. Also, ich gehe auf schnelles Spiel, okay? Multiplayer, schnelles Match. Und das sind jetzt auch hier, da kann man schön Spieler 1, Spieler 2. Und Spieler 2 ist natürlich leer. Die Bedienung ist ja der Hammer. Also, mal musst du, ich habe ein Microsoft Xbox Pad am PC angeschlossen. Mal musst du A drücken, um Button auszuwählen, dann wieder B. Also ganz erstaunlich. Und ja, wie kriege ich dich jetzt hier rein? Wir sind auf Steam befreundet. Ja, nee. Ich glaube. Warte mal kurz, ich google mal schnell hier im Hintergrund. Speedball 2 No Online Multiplayer. Ah ja, hier, Steam Community sagt Clarification. Ernsthaft? No Online, Local Only. Allein schon der Begriff Multiplayer in diesem Jahrhundert, wenn ich das sehe, das suggeriert mir doch online. Also vor allen Dingen, ne, Speedball 2 ja. HD. Sie sagen ja nicht, das ist jetzt nicht wie Chaos Engine, wo sie ja quasi die Amiga-Version emulieren. Das ist ja schon neu aufgesetzt. Ja. Also es ist wirklich höchst enttäuschend. Außerdem, also es ist natürlich jetzt für dich ein glücklicher Zufall. Also du hast quasi jetzt das Gefühl, als hättest du gegen mich gewinnen können, wo du natürlich in Wahrheit nicht die geringste Chance gehabt hättest, aber mein Gott, 64 man braucht auch mal Glück. 11, sage ich dir, oder 64-12, okay, wenn es nicht so geht. Oh, ich war immer der die Sterne am Rand angemacht hat und dadurch seine Punkte geholt hat. Ich war immer der die anderen so schnell umgehauen hat, dass nicht mal in die Nähe von irgendwelchen Sternchen oder Türchen gekommen sind, also... Naja. Ja, da bist du jetzt ja noch mal davon gekommen, lieber. Ich wäre schon hier Offensiveinstellung, aber das ist ja, also wie schwierig kann denn das sein heutzutage, vor allen Dingen auf Steam? Also ich meine, die haben doch bei Steam sicher auch eine Hotline für Programmierer, die Nachhilfe brauchen, oder? Also das könnte ich fast machen. Also ich finde es eigentlich gut, also für wenig Geld, alter Speedball-Spieler, ja, jetzt kein Online-Multiplayer und die Menüs, ja, aber es funktioniert und das spielt sich eigentlich sehr Speedball-2-ig. Also für, das kostet ja unter 10 Euro.
Naja. Ich würde es Ja, empfehlen. trotzdem, also ich habe es auch ein bisschen gespielt, ist schon noch wie damals, aber also die Grafik hätte ich mir dann schon schöner gewünscht. Das ist halt wirklich 16-Bit-Grafik, die halt auch auf einem heutigen PC läuft und viel mehr nicht. Ja, es hat schon ein paar Farben mehr. Also wie gesagt, wenn du gleich nochmal in den Vergleich guckst, aber Grafik ist auch völlig unwichtig bei Speedball 2. Also das ganze Tempo, das Spielgefühl ist immer noch da. Die Original-Arena ist da ganz wichtig. Und ich glaube, der wichtigste Unterschied, der mir aufgefallen ist, man hört viel häufiger jetzt dieses berühmte Sprachsample. Ice-Cream, Ice ja. Cream, ja genau. Ich glaube, das haben sie intensiviert, damit es auch der größte Depp merkt. Also, Okay, dann sage ich mal Tschüss, ja. schönen Samstagvormittag, danke Und fürs frühe Aufstehen und ja, man spricht Gruß an die sich. Frau Gemahlin. Okay, also, ciao. Ciao.